Messerschleifen ist irgendwie so ein Timer. Es gibt Leute, die haben das gelernt, die bringen auch super Schneid drauf oder haben es angeeignet. Aber für einen Otto-Normalverbraucher ist es allgemein schwierig, ein Messer zum Schleifen. Es gibt ja die verschiedensten Sachen zum Schleifen. Ich habe da gerade jetzt ein paar. Ich habe jetzt nicht alles aufgeholt, weil ich habe einiges in der Werkstatt. Und mir da umlegen, ob das jetzt ein Nassschleifstein ist oder eine Maschine zum Messerschleifen. Ich habe da wirklich viel ausprobiert in der Sache. Auf was ist beim Messer zum Aufpassen? Was ganz wichtig ist, das ist, wenn man schleift, du musst einmal die gewissen Grade einhalten. Die sind von Messer zu Messer verschieden. Das heißt, ein Küchenmesser ist anders geschliffen, als wir heute so ein Messer. Da haben wir ganz andere Grade. Das ist aber auch für was anderes zu arbeiten. Das ist für einen Gebrauch im Gelände. Das ist ein Bundeswehrmesser von Deutschland, glaube ich. Und das hat ganz andere Grade. Und die schneiden wir ganz anders tun. Mit so einem Messer möchte ich fein, was fein schneiden, ein Fleisch, ein Zwiebel. Ganz wichtig bei einem Zwiebel zum Beispiel ist, wenn du keinen Schneid hast, fangen dir die Augen zu trennen an. Warum? Weil dass du die Zwiebel druckst und nicht schneidest. Und wenn du einen guten Schneid hast, ist das einmal das Um und Auf. Ich möchte aber jetzt auf die Gerade und auf das Ganze gar nicht so eingehen, sondern ich möchte euch zeigen, wie es heute halbwegs professionell ein Schneid zusammenbringt mit einfachen Mitteln. Ist übrigens schon der dritte, ich habe mir so V-Schleifer verkauft. Von billig bis teuer. Ich sage euch gleich, das ist einer von den teuersten. Und der funktioniert. Die Billigen haben alle nicht gut funktioniert. Ist alles geklappert. Oder so Schleifer, sind auch so V-Schleifer. Die haben zwei Metallklingen drin, wo du das Messer halt so durchziehst. Geht. Ganz gut. Aber nicht lang. Ist alles nicht das Wahre, was man daheim haben möchte. Das nächste ist das, von dem bin ich begeistert. Das habe ich so ein Jagdnäubel mitgehabt. Wenn ich bei dem Messer keinen Schneid gehabt habe, dann habe ich das da durchziehen, hat ein V-Schneid auch und richte die Schneid halbwegs hin. Nebenbei hat es ein Keramik, sind zwei Keramiksteine drin zum Anziehen. Also das ist auch was ganz Wunderbares und mit dem werden wir oft auch arbeiten. Und danach sage ich euch auch warum. Aber wenn ihr halt einmal ein Messer habt, das was ein Schorten drin hat, weil ihr irgendwo hingehaut habt, dann musst du auf eine Maschine gehen. Natürlich ein maschinengeschliffenes Messer, zeige ich euch kurz oft, sind zwei Paar Schuhe. Ich habe da jetzt ein Messer. Und mit deinem gehe ich jetzt in die Werkstatt, weil es hat da einen Schorten drin. Und da zeigen wir mal ganz kurz, wie man das professionell schleift. Ja, der erste Schritt ist einmal, da wir das Messer anrichten. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie man ein Messer professionell in der Werkstatt macht. Das hat ja nicht jeder daheim. Und jetzt schauen wir, da wir mal einen Schneid aufkriegen, so wie es wir machen können in der Küche.
Das haben wir jetzt geschliffen. Die Schorten, habt ihr gesehen, haben wir zuerst das Messer abgekriegt. Da die Schorten nicht mehr da ist, und oft haben wir eine neue Schneidaufe gemacht. Zum Schluss haben wir es poliert. Und warum haben wir es poliert? Weil du mit dem Schleifen einen Grad aufschleifst. Und mit der Polierpaste und mit der Poliermaschine nimmst du ihm deinen Grad weg. Und wenn der Grad herunter ist, dann ist das wie ein Rasierklein. Da ist oft dran aufpassen, in der Küche, das geht in die Finger. Zu deinem Timer, das habe ich alle in den Rucksack drin, da weil ich noch Jäger gewesen bin und auch wenn ich jetzt jagen gehe, weil du arbeitest ja im Wald auch mit dem Messer, du musst schnell mal was anschneiden oder das oder wie es halt ist beim Messer. Und zum kurz anrichten nehme ich das. Und das zeige ich jetzt kurz. Nehmen wir das Große. Das nehme ich her, wenn es ein bisschen verschliffen ist und alles, richte ich ein Küchenmesser zuerst mit deinem V her. Bei jedem Schleifen tun wir Metall abtragen, das ist klar. Und da richte ich einmal die Gerade hin ungefähr, das passt. Grob. Ich bin jetzt da 4-5 Mal durchgefahren. Und wenn wer meint, das hat er Schneid, wenn er drauf gelangt, ja. Aber wir haben jetzt einen Grat drauf. Wenn du so mit dem Fingernagel so reinfährst, spürst du ihn. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Das ist der Vulkanus. Auch nicht ganz billig. Kostet aber eigentlich über 100 Euro oder um die 100 Euro, ein bisschen drüber. Und mit deinem feuern wir jetzt da so durch. Albi, von unten auf. Wie ihr es jetzt gesehen habt, das habe ich jetzt 6-7 Mal da durchgezogen. Jetzt wird die Schneid schon ganz anders. Jetzt haben wir schon eine Schneid, wo eine Hausfrau sagt, ups, jetzt muss ich aufpassen, weil ich schneide mit dem Finger. Das ist aber nicht alles. Wie gesagt, wir haben mit deinem vorgeschliffen, mit deinem haben wir uns eigentlich die Gerade gemacht. Einmal das Messer hingekriegt auf die Gerade. Die sind eingestellt, das passt. Mit dem Vulkanus ist der Wahnsinn, haben wir das nächste gemacht. Wir haben jetzt einen Feinschliff aufgezogen. Und jetzt ziehen wir so ein Messer abziehen, das heißt, da haben wir jetzt die Gerade wegbringen. Ja, genau so tun wir jetzt. Und das mache ich eigentlich jetzt ganz kurz vor. Jetzt fahrt ihr mal mit dem Messer gerade auflegen lassen da. So durch. Als nächstes druckt die zwei Backen voneinander. Oft haben wir ganz andere Gradeinstellung und fahrt sie so wieder drüber. Das heißt, ich nehme ihn jetzt dein Form, wir sagen Form dazu, also die Rauheiten, nehme ich ihm jetzt runter. Und zu guter Letzt habe ich gesagt, ich habe da einen Keramiker hin und mit deinem Poliere ihm es jetzt aus. Setze es auf und fahre ihm da nochmal nach. So. Und jetzt haben wir Schneid. Und wie ihr es jetzt gesehen habt, probieren wir mal, ob wir Schneid haben. Ich darf euch empfehlen, so einen Schleifer, den könnt ihr einschieben, wenn es in den Wald geht oder sonst wo. Viel benutzen das, ist eine ganz gute Sache und hält recht lang. Den habe ich mal jetzt schon 5 Jahre. Wenn du eine gescheite Schneid machen möchtest für daheim, ist der Vulkanus der Wahnsinn. Was haben wir noch zu sagen? Was ich mit deinem kann? Ich kann ein Wellenschliffmesser schleifen. Das zeige ich jetzt auch ganz kurz. Ich habe jetzt da ein Wellenschliffmesser, wie ihr seht. Und die Innenseiten von der Wellen, wo die Wellen sind, die werden schräg angelegt und alle leicht von unten nach oben. Mit 2-3 Mal durchziehen, das glaubt ihr nicht, wird das wieder schneiden. Und ich habe Wellenschliffmesser gehabt, was ich nie geschliffen habe, die was 30 Jahre alt sind und wieder sind, ein Schneid haben, wie wenn ihr das gekauft hättet. Wie ihr es jetzt gesehen habt, es ist eigentlich nicht recht viel dabei. Ein paar Sachen musst du aber beachten. Den nehme ich gern
habe ich heute schon erwähnt, da ein Messer abbricht, dass die gerade wieder hat, wenn es verschliffen ist oder wirklich ein wenig wild ausschaut. Dann nehme ich her, wenn einmal die gerade Sandbohren messe, die verlierst du eh nicht mehr. Zieh es mit deinem durch. Ist auch ganz eine super Sache. Wie gesagt, kannst jedes Messer schleifen, bis hin zum Wöhnschliffmesser. Und ich glaube, die zwei Sachen zusammen, da ist ja jeder Haushalt an und das bringt das Messer zusammen, die was ich noch nie gehabt habe. Also alles gut. Wenn es euch gefallen hat, war fest, wenn ich einen Daumen kriege. Oder ihr abonniert den Kanal, übersetzt die nächsten Videos nehmen.